Welcome to Isla del Sol. Wir sollten auch gleich das Geheimnis lüften. John, if you've made it this far, wenn du es bisher geschafft hast, müsste das reichen. Du bist wieder ganz die Alte. Jetzt bringen wir endlich das zu Ende, was wir vor so langer Zeit begonnen haben. Die werden wir nicht los. Ein Freund meines Feindes ist auch mein Feind. Sei es Hexe oder Weise. Die Weisen von Lumen, sie waren unser Gegengewicht als Hüter. Zwischen uns gab es ein Gesetz, gegen das nie verstoßen werden durfte. Darin stand, dass die Überschneidung von Licht und Dunkel oder Dunkel Unheil über die Welt bringen würde. Doch vor 500 Jahren wurde ein Kind aus einem klaren Verstoß gegen dieses Dogma geboren. Du. Die Clans wurden durch dieses Ereignis ins Chaos gestürzt, das sie bis heute noch spüren. Du, das Halbblut aus Licht und Dunkel, befindest dich mitten im Zentrum dieses Chaos. Dich weiter existieren zu lassen, wäre viel zu gefährlich. Sobald die Augen der Welt in Reichweite sind, wird die mächtige Kraft der Schöpfung erwachen. Deshalb wird unser linkes Auge, unser gepriesenes linkes Auge, niemals in die Hände anderer gelangen. Also Bayonetta ist sozusagen das linke Auge, glaube ich. Das linke Auge, unser geschätztes linke Auge, wird niemals in die Hände anderer gelangen. Bayonetta, die Zeit ist gekommen, dass dem Ganzen ein Ende gemacht wird. Dass dir ein Ende gemacht wird. Es ist unsere Pflicht als Hexe, die Schätze des Clans zu beschützen. Um jeden Preis. Selbst wenn ich dafür jeden Zentimeter dieser Insel in Kohle verwandeln muss. Wer das wohl ist? Du weißt ja nicht, was ihr Mädels für Probleme habt. Aber es macht dir doch sicher nichts aus, wenn ich dir das abnehme, nicht? Get in, Cerecita. Wir werden gleich. Time is of the essence. This can wait no longer. Aber mal machen, ne?
Nette Zensur. Umbrax, John. Au. Au. Och Mann. Kann man nicht einmal wieder ein bisschen Ruhe haben, irgendwas sammeln oder so? Nein, ein Fick nach dem anderen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich aufs Maul kriege, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich jetzt nichts mache, aber holy mamoli. Sweet as our maiden dreams. Scheiß Hexenflechte da ballern kann. Pick doch mein Leben, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Natürlich, klar. Warum nicht zweimal? Ja, jetzt schon. Über nur Frauenstiefel und Stiefletten. Ich werde mein Leben lang Angst vor High Heels haben. Kann man auch nicht überspringen. Boah, fick doch mein Leben ins Knie, ey.
Das mussten sie zensieren, weil da kam nämlich eine Kackwurst raus. Die Kackwurst der Anstrengung. Na, die Schlange schon ins Köpfchen gezeigt. Aus dem Arsch. In Braun. Wo ist er? Oh, fick doch mein Leben. Oh, fick doch mein Lebenskind. Kann ich das nicht umstellen? Das ist mir echt ein bisschen zu heavy. Hoffentlich muss ich den Scheiß nicht von vorne machen. Ich will mir einfach nur irgendwas zum Heilen holen vielleicht. Wenn ich jetzt das mit den Raketen und... Alter. Oh nee. Wenn ich das jetzt mit den... Nein. Oh Mann! Kann ich das nicht auch leicht umstellen? Ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Vor allem diese Scheiße musst du halt am Stück packen. Ohne dass du dich halt großartig nochmal zwischendurch vorbereiten kannst. Das ist halt das Gemeine daran. Ich mag's halt auch nicht. Nicht klatschen. Natürlich, jetzt fliegt er in die Luft. Dieser Lapp. Ja, natürlich, jetzt schon.
Alter, dieses Spiel, was haben die da? Und ich hab halt nichts, ne? Kann ich das nicht im Hauptmenü nochmal umändern? Weil das ist mir echt zu viel. Das ist mir echt zu viel, ey. Boah, was für kranke Wichslappen haben sich denn da jetzt gedacht? Das wäre in Ordnung, ey. Nein, kann ich... Echt? Normal? Ist das Höchste, was du machen kannst? What the fuck? Willst du mich verarschen? What? Ich verliere also gar nicht so viel. Das ist gut. Kann ich noch mehr sammeln? Nee, ne? Lol. Muss man hart erst freischalten oder was? Oder ist es wieder so ein Übersetzungsfehler wie bei Forbidden West? Ja, also normal ist eigentlich hart. Und dann geht's. Woher kommt es eigentlich? Früher gab es leicht, normal und schwer. Heute muss es halt, ja, das ist eigentlich nicht leicht, aber wir nennen es trotzdem so. Ich verstehe es halt nicht. Und alles andere muss halt irgendwie so beleidigend sein. Leicht Automatik. Leicht Anfänger la Automatik. Warum? Gibt es nichts mehr mit Herausforderungen, wo man aber nicht mehr gleich so assi sein muss? Ich habe so das Gefühl, es gibt nur noch zwei Schwierigkeitsgrade in manchen Spielen. Entweder richtig brutal assi oder halt wirklich komplett einfach. Ein bisschen komisch. Doch, komm schon.
Weißt du, auf normal verkacke ich, auf leicht ist es so einfach, dass es schon nicht mehr schön ist. Also, komm schon. Oh, was ist doch da falsch? Du bist halt auch nicht mehr bei jedem dritten, vierten Hit tot. Mal jetzt nur, um weiterzukommen. Ich habe da keine Lust, ewig 3 Tage hier rumzueiern, weil das plus Jean gleich ein Kampf sein muss. Man kommt gut durch, aber wir haben die gleichen beschissenen Situationen wie immer. Yo. Kann man mal machen. Und ich krieg sogar Leben wieder. Aha. Aha. Interessant. Also, komm schon. Die Kluft zwischen leicht und normal so groß zu machen, das ist dumm. Dann lieber ein extra Hard Mode. Aber naja. Ja, können wir überspringen, haben wir ja schon gesehen. Ich werde auch nicht wieder auf normal zurückschalten. Ich will dieses Spiel endlich hinter mich bringen. Ja, wieder die Kackpuppe-Herze. Wunderbar. Los, auf.
Ach so, springen. Weißt du, diese Steuerungsanzeige, ey. Ich war jetzt total verwirrt, weil sie die Joy-Cons eingesetzt haben. Doch blöd. Komm schon, ich hab... Ich scheitere an den Quicktime-Events. Weil ich erst im Kopf umdenken muss, dass ich einen Pro-Controller benutze. Und es... Vor allem runter und B ist halt für mich halt einfach ein anderer Knopf. Na komm! It is. The fear is still not gone from your eyes. Fear? The memories you've held for 500 years are the source of your fear. They cloud your vision. But now, you've accepted your fate. That is how you bested me. That is why you possess the most beloved of Umbran treasures. That is why you possess the left eye. Das linke Auge. We fought for this stone, and because of it, everyone died. That gem brings back so many memories. Of a treacherous Lumen sage who disrupted our age-old balance. Your path ends here! Er hat uns also nicht erstochen, sondern uns das linke Auge gegeben. Do not fear your fate. Stand, Sarissa. Sarissa.
in the innocence of our childhood. Spielten wir zusammen wie Freundinnen. Doch im Laufe der Zeit trübte sich vieles, sogar meine Augen mit Angst. Cereza. Hieß die Kleine nicht so? Is it over? What? It's not like you don't scare the shit out of me all the time. Cereza. I don't know whether to shoot you. Ich weiß nicht, ob ich dich erschießen oder dich nach Las Vegas als Glücksbringer mitnehmen soll, Schächer. If you must know where Luka Luca is concerned, there's no such thing as luck. Only skill. Nur können. Die Kleine. Bitte den einfach nachmachen. Didn't expect me to trust bitches. I mean, witches, did you, Bayonetta? How's the little one? Out like a light. Schläft wie ein Murmeltier. Aber ihr geht's gut. Wie steht's mit dir? Ich hoffe nicht, dass du mich öffentlich mit einem so üblen zugerichteten Mädchen zeigen musst. Wer braucht Rosen? Wer braucht ein dickes Auto? Wer braucht Diamanten? Einfach ein Lolli. Luca? Ich dachte, er sagt jetzt zu der Kleinen, hey, she called me Luca. Das wäre cool. Ich finde die Bronze, super. Ich würde mir lieber eine kleine Cereza hier in den Schrank stellen, als irgendwie so einen komischen Rodin. Nein. Tauschen wir mal. Wenn du möchtest, bis jetzt habe ich alles aufgenommen. Also, wir können es auf den YouTube-Kanal bringen. Aufnahmen habe ich erstmal safe in der Tasche. Hast du nämlich ein paar Sachen verpasst oder so? Welcome back, little one. Mommy, where are we? Alter Döner-Teller mit Knoblauchsoße von heute Mittag. So heute mein Frühstück und mein Abendessen. You need to get one thing straight. Yeah, I know. I won't look after you, so don't screw up. I got things under control. Let's go. Stay next to me, little one. Die Kleine, Bayonetta heißt, wurde von der Jean auch Cereza genannt. Die Kleine heißt aber auch Cereza. Daddy? Interessant. What? Was? Daddy!
Daddy! It's Daddy! It's Daddy! Daddy? Of course, Mommy. Can't you hear him? Okay, Daddy, I'm coming. And I'll bring Mommy with me. Little one, wait! This way, Mommy! Little one! Der Luca muss so verarscht vorkommen. Little one. Cerecita! Bayonetta! Damn it! Yo, man kann's übertreiben. Warum fragst du, Justin? Hat das einen speziellen Grund, oder? Achso. Also hatte ich ursprünglich vor, Justin, ja. Reines Platin. Ja gut, bei Leichtautomatik, ne, haben sie es so einfach gemacht. Ich war sofort zum Einkaufen gestern und was weiß ich. Was ich heute das Leben meines Gammlers für. Obwohl ich eigentlich noch genug Kohle auf dem Konto habe. Oh, Joy, hallo! Heißen die, glaube ich. Da! Weg mit den Viecher. Schön, dass ich der Dingsbums immer... Fertig oder kommt da noch was? Oh, die Krallen nehme ich mit, die sind eigentlich ganz cool. Ja, Platin. Wenn ich nicht angreifen kann, soll ich auch am Arsch lecken. Ja.
Okay, so wie es aussieht, sollen wir ihn nämlich bekämpfen. Aber kann ich ja mal treffen? So eine Kanone braucht man. Er hat auch geschissen. Au. Ja, ist gut. Kann ich jetzt endlich durch? Super. Nehme ich mit. Hab natürlich nichts. Achso, ja. War klar, dass jetzt wieder der Mond kommt. Au. Ich bleib einfach in der Mitte. Hat er gerade Cock gesagt? Oh, das schon wieder. Renn aber auch jeden Scheiß rein, ne? Jao, Zeit die Krallen, Kätzchen. Was mit dem? Oh, Scheiße. Muss ich in Ruhe lassen. Naja. Gibt's da noch was? Nee, ne? Natürlich. Das ist also die Julie Dulli Dulli Trullemus. Oh, ich will nochmal zur Hölle fahren. Ja, wir nähern uns, glaube ich, langsam wirklich dem Finale. Ja, ne?
Damit kann man was kaufen. Mal erstmal meine Dingsbums voll. Wer weiß, ob man es brauchen kann. Oder wann. Das war teuer. So, wir wissen also, dass Bayonetta das linke Auge ist. Dass die Jan uns nicht gekillt hat, sondern uns das Auge eingegeben hat, sozusagen. Und das Dingsbums Bayonetta auch Syriza heißt. What? Wir wissen doch, wie die Bayonetta das macht. Was zum Geier? Muss ich das verstehen? Muss ich hier runter? Ey, von da kam ich doch. All dies ist die riesige Statue einer heiligen Göttin. Wenn man etwas so Riesiges allein in einem Gebäude errichtet, handelt es sich bei der Ausrüstung hier bestimmt mehr als nur um religiöse Dinge. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss irgendwie da hoch. Aber wenn die Dinger sich ständig bewegen, bringt mir das halt null. Ich gehe mal andersrum. Minecraft-Monster verarme. Wenn jetzt die Balschamaren am falschen Fleck verschwinden. Das hat beim letzten Mal schon nicht geklappt. Du kannst einfach kein Volleyball spielen. Jetzt lass die Wut an den Ball raus. Ja, ganz genau. Verprügel ihn, verprügel ihn.
Okay. Muss zu einem von diesen. Stell dir vor, geht so mit allen Ball um. Ja, das kann mir gut vorstellen. Oh, der schon wieder. Was zum Geier? Wie soll ich denn der... Hä? Ich war doch schon als Panda ganz schnell unterwegs. Lauf doch... Fang doch schon mal jetzt an zu laufen. Was zum Geier. Ja, doch andere Moves, ne? Kann man mal machen. Ich kann also nicht runterfallen. Willst du doch wohl nicht reingehen. Tatsache, es macht's eiskalt. Der Turm zur Wahrheit. Ja. Selbst auf einfach krieg ich aufs Maul. Die kleine Cerisa, die ist schon knuffig. Leck mich doch. Das wird sich nie ändern, da werde ich einfach verscheißen.